Liebe Schmetterlingsfreunde, herzlich willkommen zur vierten Folge meines Schmetterlingsquizzes. Heute geht es um einen wirklich sehr kleinen Falter, der leider aufgrund seiner geringen Flügelspannweite überall übersehen wird. Es ist auch ein sehr selten gewordener Falter. Leider ist der kleine flinke Falter sehr selten geworden. Seine Biotope werden immer mehr zerstört und es gibt immer weniger Lebensräume, wo seine Lebensbedingungen noch passen. Die Flügelspannweite dieses kleinen unscheinbaren Falters ist etwa nur 22 bis 24 mm. Sie haben schwarzbraune Flügeloberseiten und auf der Flügeloberseite sind viele kleine weiße Würfelflecken zu sehen. Die Flügelaußenränder sind weiß und schwarz unterbrochen gefärbt. Dahinter verlaufen parallele Linien von kleinen weißen Flecken. Und die Flügelunterseiten sind rotbraun, seltener dunkelbraun oder grünlich gefärbt und weisen zahlreiche Würfelflecken auf. Diese Art fliegt in Deutschland hauptsächlich in südlichen Regionen, in wärmebegünstigten Lebensräumen. Falter fliegen am Tag verschiedene Blütenpflanzen an. Man findet sie aber auch häufig an Pfützen oder an feuchtem Sand. Die Menschen wachen von einem erhöhten Sitzplatz häufig aus, um andere Falter beim Anflug zu vertreiben. Das ist ganz charakteristisch und danach kehren sie wieder an ihren gleichen Platz zurück. Und die Tiere fliegen entweder in einer Generation von Ende Mai bis Juni. Man findet die Raupen dann ab Juli oder nach der Überwinterung bis April. Oder in zwei Generationen von Mai bis Juni und von Juli bis August. Die Raupen findet man dann ab September und nach der Überwinterung wieder bis April und im Juni und Juli. Sie ernähren sich ausschließlich von kleinen Wiesenknopf. Die Weibchen legen ihre Eier auf die Knospen der Futterpflanzen und wenn diese blühen, dann verdecken sie die Eier unter ihren Blütenblättern. Die daraus schlüpfenden Raupen fressen zuerst die Blüten und erst später die Blätter. Und sie leben in einem selbstgesponnenen Gespinst aus Blättern und überwintern dann auch als Raupe. Und sie verpuppen sich erst danach im nächsten Jahr ebenfalls in diesem Blattgespinst. Man trifft diesen wunderschönen, kleinen, unscheinbaren Falter auf sogenannten Kalkmagerrasen an und in und alpinen Weiden und Matten. Eher so über 1600 Meter über normal Null. Und gerne magere und sehr wärmebegünstigte Flächen, oft auch in felsigen Bereichen, zum Beispiel in Steinbruchsukzessionen. Jetzt habe ich einiges über diesen kleinen Falter verraten. Habt ihr schon erraten, um welchen Falter es sich hierbei handelt? Dann löse ich es mal auf. Es ist der rote Würfeldickkopffalter. Liebe Schmetterlingsfreunde, ich bedanke mich wieder für euer Interesse an meinen Videos, an meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht und Freude bereitet und vielleicht habt ihr auch etwas dazugelernt. Und ich wünsche euch jetzt noch mit den nächsten Videos, die noch kommen werden, viel Freude.
Bis bald. Tschüss.